wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die alle Ansätze dazu hat, dass sich die Gesellschaft wirklich verändern kann. Einen sicheren Weg gibt es nicht. Das, was nach außen hin oft als sicherer Weg aussieht, ist mitunter für die Leute die größte Katastrophe, weil um diesen Weg aufrechtzuerhalten, nehmen sie Dinge auf sich, die man an der Oberfläche gar nicht sieht. Allein das Privileg, finde ich, zu haben, zu wissen, was man will, finde ich schon gut. Weil gegen den Mainstream anzukämpfen und zu sagen, ich mache jetzt was keinem schmeckt, hat ja keinen Sinn. Also der Mainstream ist der Geschmack. Die Geschichte ist die, wir machen heute einen marokkanischen Fußkurs. Wir wollen die ganze Sache unter 15 Minuten halten pro Gericht. Ja? Wir machen jetzt mehrere Sachen gleichzeitig. Ja? Und würden wir jetzt anfangen, die Paprika zu schälen, würde man schon einmal 15 Minuten für das brauchen. Warum brauche ich es aber für dieses Rezept nicht? Weil die leichten Bitterstoffe, die jetzt in der angebratenen Schale drin sind, für dieses Rezept gar nicht schlecht sind, weil ja zum Beispiel auch die Sultaninen, also die Rosinen drinnen haben und dann das Bittere mit der Süße gut funktioniert. Und die leichte Schärfe, die die gebratenen Kerne mitbringen, auch gut ist. Aber, du hast vollkommen recht, feiner und edlere Güte wäre jetzt auch die Trennwände rauszuschneiden. Weil dann wird nichts bitter, nichts scharf und es ist nur noch süßlich. Aber nur süß, wie es ein Handel ist. Die Lanzanenpaprika als erstes braten, die haben die längste Garzeit. Jetzt kommt noch der Zwiebel und die Gurke dazu. Es braucht nicht so lang, dann unter den Couscous mischen, so gut wie fertig. Ich bin ein Grenzgänger. Immer schon gewesen. Immer. Also ich glaube, die Königsdisziplin der Kommunikation ist, wenn du im Rampenlicht stehst, eine Basis aufzubauen mit allen Leuten, mit denen du zu tun hast, auf der sie sich dir nähern können und gleichzeitig im gleichen Atemzug eine Distanz zu schaffen, die einfach deinen Status oder deinen Nimbus als Außensteher, also als etwas Besonderes festigt. Gerne, aber nicht um jeden Preis. Ja. In Wirklichkeit ist Erfolg und das, was mich ausmacht, die Überschaubarkeit dessen, was ich tue. Da sind jetzt die gefüllten Paradeiser mit dem Cottage Cheese, Garnelen, Basilikum und Chili. Und zu Chili muss man einiges dazu sagen. Das ist natürlich ein scharfes Teil. Und die wirkliche Schärfe ist aber... Ich habe jetzt nicht hingeschaut, dass du mich gerade ein scharfes Teil genannt hast. Keine Frage. Die wirkliche Schärfe ist in den Trennwänden und in den Kernen. Das heißt, wenn man es nicht so scharf haben will, aber trotzdem den Geschmack von Chili, dann die Trennwände raus, das ist das, was hell ist, und die Kerne. Noch ein Tipp, das Messer, das Brett und die Finger einölen, weil dann kommt die Schärfe nicht auf die Finger und wenn man sie dann ins Auge fährt, was ja bei mir schwierig ist, ich habe eine Brille, dann brennt es auch nicht. Ich glaube, die ideale Mischung aus Liebe und Angst setze ich gleich mit Erfolg.